selbst gedrehte Videos ins Netz gestellt von Neonazis aus Russland. Während unserer Dreharbeiten wird klar, wie gefährlich die Neonazi-Szene in Moskau ist. Es gibt ungefähr 15%, die auch wirklich terroristisch vorgehen. So etwas passiert kaum in Europa, in Russland öfter. Extremistentraining in einem Wald bei Moskau mit Messern und Sturmgewehren. Man bereitet sich darauf vor, seinen politischen Gegner irgendwann mal, wenn es soweit ist, umzulegen. Nichts anderes. Experten sehen mit Sorge auf die Entwicklung in Russland. Das sind schon ganz bedenkliche Gruppierungen, wo das Menschenleben nicht viel gilt. Und das ist eigentlich erschütternd. Russische Neonazis, rechts und extrem. Russlands Nazis sind zersplittert in unzählige Untergruppen. Eine davon sind die sogenannten autonomen Nationalisten. Auf den ersten Blick wirken sie fast wie Linksradikale. Doch ihre Parolen sind rassistisch und extrem. Wir Nationalisten sind für die Teilung aller Menschen in Kulturen und Rassen. Ich finde, das Mischen von Rassen ist das schlimmste Vergehen. Auch die paramilitärischen Obrytschnik gehören zur rechten Szene. Sie wollen Russland zur Vormacht eines weißen Europas machen. Wenn die Nationalisten anderer Länder nach den Regeln des russischen Volkes leben, dann führen wir sie zur Erleuchtung in der Zukunft. Wir treffen einen Aussteiger aus der deutschen Neonazi-Szene, der Kontakte zu Rechtsextremen in Russland hatte. Die haben im Gegensatz zu den Deutschen keine Hemmungen, der gewaltfreien Lauf zu lassen. Wer sind diese russischen Nazis? Woher kommt ihr Hass auf Ausländer, Homosexuelle, Juden und den Kapitalismus? Über das in Russland populäre soziale Netzwerk vk.com nehmen wir Kontakt zu einem russischen Neonazi auf. Er nennt sich Kohl. Seine Wohnung liegt in einer trostlosen Plattenbausiedlung im Norden von Moskau. Die Graffitis an den Wänden sprechen eine klare Sprache, Hakenkreuze und immer wieder die Zahl 88, der Nazi-Code für Heil Hitler. Kohl jobbt als Internetadministrator in einer Moskauer Firma. In seiner Freizeit nutzt er das Internet als Plattform für rechtsextreme Parolen. Kohl spricht kein Deutsch, doch auf seinen Oberkörper hat er die deutschen Worte "Meine Ehre heißt Treue" tätowiert, die Losung von Hitlers SS. Nazi-Verklärung für immer auf der Haut. Das habe ich wegen meiner Überzeugung gemacht. Nationalist bin ich geworden, weil ich mit falschen Vorstellungen aufgewachsen bin. Ich habe geraucht, getrunken, auf der Straße rumgelungen. Ich habe gemerkt, dass mir das schadet und dass in diesem Land irgendetwas gewaltig schiefläuft. Ich habe daraufhin im Internet gesurft und die zahlreichen nationalistischen Organisationen gefunden. Kohl hat sich vor 5 Jahren den Neonazis in Russland angeschlossen. Seitdem ist der 28-Jährige ein fester Bestandteil der Szene. Sein Fachwissen aus dem Beruf nutzt er, um seine rechtsradikale Weltsicht digital zu verbreiten. Er kämpft gegen die angebliche Überfremdung Russlands. In der Realität ist es so, dass man sich meist gegenseitig anmacht. Aber wenn ein Ausländer provoziert, dann folgen Schlägereien. Solche Prügeleien passieren nicht ohne Grund. Auf der Internetseite vk.com schreibt Kohl täglich hasserfüllte Artikel und teilt Videos. Angeblich hat er über 20.000 Follower. Wieso sollten wir irgendwelche Leute aus anderen Ländern hier willkommen heißen, die russische Sprache nicht beherrschen, die vielleicht gesundheitliche Probleme haben? Wozu sich damit herumschlagen? Da muss man nur immer mehr Geld in ihre Bildung investieren, um sie zu integrieren. Aber wenn man sich das anguckt, wenn man in die Geschäfte schaut, können sich die Leute kaum verständigen. Wozu brauchen wir diese Leute in unserem Land?
Kohl trifft sich mit Angehörigen der sogenannten Wehrsportgruppe Obritschnik. Ihr Kampftraining findet an geheimen Orten statt. Das geht meistens über Kontakte in den jeweiligen nationalistischen Gruppen. Die Gruppe veranstaltet paramilitärische Übungen. Früher auch mit rechtsextremen Kameraden aus anderen europäischen Ländern. Es gab ein richtiges Programm mit Schießübungen. Da haben wir den Europäern gezeigt, wie man am effektivsten mit unseren Waffen umgeht. Erfahrungen ausgetauscht. Das hat den europäischen Nationalisten geschadet, weil wir dann rechtlich verboten wurden. Weil die Medien uns als Terroristen dargestellt haben, die die europäischen Nationalisten formen. Einen europäischen Aufstand, eine Revolte anzetteln. Chef dieser Moskauer Wehrsportgruppe ist Dmitri Bakarev, ein bekannter Anwalt der russischen Neonazi-Szene. Bakarev war einer der Köpfe der sogenannten Slawischen Union. Auf ihr Konto gehen Morde, Sprengstoffanschläge und Brandstiftungen. 2010 wird die Gruppe verboten. Aus der Slawischen Union geht auch die gewaltbereite Wehrsportgruppe Obritschnik hervor. Unsere Parole lautet: Bist du Russe, bist du auch Soldat. Jeder Mann hat seine Familie und sein Vaterland zu beschützen. Er soll nicht nur sich beschützen, sondern alles, was ihm lieb und teuer ist. Das heißt also, er muss den Umgang mit Waffen verstehen, sollte physisch stark sein und psychisch gefestigt, um dem Feind standzuhalten. Sie nehmen uns mit in ein Waldstück, zu einer Art Vorführung ihrer Kampfkünste. Dmitri Bakarev zeigt uns einen Teil seines Waffenarsenals. Messer, Sturmgewehre, Pistolen. In Russland, so sagt er, sei es kein Problem, an alte Bestände der Armee zu kommen. Angeblich legal. Sie seien nötig im Kampf gegen die Feinde Russlands. Ich unterstütze die Theorie der Vorherrschaft der weißen Rasse und der Überlegenheit des russischen Volkes. Wenn die Nationalisten anderer Länder nach den Regeln des russischen Volkes leben, dann führen wir sie zur Erleuchtung in die Zukunft. Wenn sie uns nicht als Anführer anerkennen, dann ist ihr Schicksal schon besiegelt. Einer der Teilnehmer heißt Arthur. Seinen Hass projiziert er auf alles, was seiner Ansicht nach nicht russisch ist. Seine Feindbilder sind Schwule, Kaukasier und Farbige. Arthur verteidigt die Existenz der Kampftruppe. Das Training soll authentisch wirken. Die Mitglieder tragen Sturmhauben. Zurzeit brauchen wir das in Moskau, weil wir viele Ausländer haben, unter denen die Jugendlichen leiden. Die verbreiten Drogen und den Tod. Also ist die Verteidigung unumgänglich. Ich hatte viele Prügeleien mit Migranten, mit illegalen Einwanderern, mit Linken. Und ich lebe noch. Wenn ich hier nicht mitmachen würde, wäre ich vielleicht schon tot. Dmitri Bakarev und seine Kameraden zeigen uns, wie sie für den Nahkampf trainieren. An der Übung im Wald nehmen 20 Ultrarechte teil. In den Staaten der ehemaligen Sowjetunion soll es nach Schätzungen etwa 50.000 gewaltbereite Rechtsextremisten geben. Sie präsentieren sich entschlossen. Auch immer mehr junge Frauen machen mit. Ich bin zum ersten Mal dabei. Ich will mich wehren können. Ihr müsst mehrere Punkte angreifen, so erhöht ihr die Chance zu treffen. Wenn nicht mit dem ersten, dann mit dem zweiten oder dritten Mal. Die Kreuze, die wir gelernt haben,
Ihr greift an, tretet einen Schritt zurück und schützt euch dabei mit dem Kreuz. Eins, zwei, zurück mit dem Kreuz. Schritt, Angriff, Schritt, Kreuz. Eins, zwei. Die Übungen seien für den Ernstfall gedacht, erklären sie uns. Die meisten hier sind auch privat bewaffnet, angeblich um sich gegen Übergriffe von Ausländern zu wehren. Zuerst macht ihr zwei Stiche in den Bauch und danach folgt der Stich seitlich in die Schulter. Bei den Übungen müsst ihr versuchen, den dritten Stich in die Schulter zu setzen, um den Partner nicht zu verletzen. Im echten Kampf setzt ihr den Stich höher. In den Hals. Es ist für mich normal, dass man gegen Ausländer vorgeht, die sich hier nicht an die Regeln halten, um sein Land zu beschützen. Deshalb gehe ich ohne mein Messer überhaupt nicht raus. Denn wenn du es einmal vergisst, dann brauchst du es genau in diesem Moment. Es sollte deshalb zur Gewohnheit werden. Entscheidende Situationen waren für mich, wenn mich Leute, die betrunken oder nicht russischer Herkunft waren, angemacht haben. Meistens reicht es dann, das Messer rauszuholen und sie verschwinden sofort. Ich persönlich bin als Pazifist erzogen worden. Ich mag keine Gewalt. Durch die Krise ist die Lage aber zurzeit so, dass tausende illegale Einwanderer zu uns in die Stadt kommen. Und deswegen muss ich mich vorbereiten, um mich zu schützen. Nach den Nahkampfübungen mit Messern zeigen uns die Neonazis von Obritschnik eine Art Showparcours fürs Training. Gräben, Stacheldraht und Feuer. Neben der Lichtung im Wald habe die Gruppe auch Übungsmöglichkeiten in leerstehenden Häusern und Fabriken, erklärt Dimitri Bakarev. So seien sie auf alle Situationen vorbereitet, körperlich und mental. Jede Waffe hat eine Energie, eine Kraft, Macht. Deshalb lernen wir hier nicht nur den Messerkampf oder das Schießen, sondern dass wir Waffe beherrschen und nicht sie uns. Im Alltag ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass wir sie brauchen, weil wir die Waffen nicht ständig bei uns tragen, obwohl sie in einigen Situationen sehr hilfreich wären. Denn Gefahren lauern überall auf unseren Straßen. Allein im Jahr 2010 wurden bei Überfällen mit fremdenfeindlichem Hintergrund russlandweit 42 Menschen getötet und 368 verletzt. Die Zahl nimmt seitdem ab. 2014 gab es aber immer noch 15 Morde an Migranten. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, denn illegale Einwanderer wenden sich nicht an die Polizei und viele Todesfälle unter Migranten werden von der Polizei nicht zu Ende ermittelt. Aus ihren kruden Zielen machen Russlands Neonazis kein Geheimnis. Wir wollen, dass alle Europäer einen Staat bilden. Wir finden, dass Europa keine Grenzen braucht. Wir bilden eine einheitliche Front. Wir sind Europäer, also ist das unser Land. Die autonomen Nationalisten haben sich schon immer mit deutschen Nationalisten und Nationalisten aus Osteuropa und Mitteleuropa kurzgeschlossen. Politische Albträume als Programm. Eine völkische Diktatur in einem vereinigten und exklusiv weißen Europa. Unter der Kleidung Tätowierungen, die Nazi-Deutschland verherrlichen. Wehrmachtssoldaten, Reichsadler. Ausgerechnet Russen als Hitler-Verehrer?
Der Zweite Weltkrieg forderte 27 Millionen Todesopfer allein auf sowjetischer Seite. Trotzdem verehren russische Neonazis die deutsche Wehrmacht. Bizarre Erklärungen. Die deutschen Nationalisten haben niemals die russischen Nationalisten getötet. Das ging gegen die damalige Ideologie. Sie kämpften für den Erhalt ihres Blutes, des europäischen Blutes. Sie töteten die Bolschewiki und Kommunisten. Es ging um die Ideologie. Es war ein brüderlicher Krieg. Also wurden Kommunisten in den Krieg geschickt, die keiner von uns braucht. Die Deutschen sahen sich gezwungen, diesen Krieg zu führen. Wir sehen das so, dass die Deutschen für das Blut aller Europäer kämpften, also auch für das von uns Russen. Also sollten wir uns mit ihnen verbünden, denn wir verstehen, dass es ein brüderlicher Krieg war. Wir treffen Professor Fabian Virchow in Düsseldorf, einen der renommiertesten Experten zum Thema Rechtsextremismus in Europa. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Realität auch zurechtgebogen wird. Weil de facto war der Krieg gegen die Sowjetunion einer gegen die Slawen. Also sozusagen gegen eine Bevölkerung, die man als Untermenschen ja auch angesehen hat aus Sicht der Nationalsozialisten. Das wird jetzt zurechtgebogen, wenn man so will. Weil das, was gemeinsam ist als Weltanschauung bei den russischen und auch bei deutschen Neonazis, ist dieser Anti-Amerikanismus. Und das ist sozusagen die gemeinsame Grundlage, auf der so eine Kooperation dann auch stattfindet. In Moskau treffen wir Arthur nachts in seinem Viertel wieder. Eine triste Gegend am Stadtrand. Viel Unterhaltung wird jungen Erwachsenen hier nicht geboten. Arthurs einziges Hobby ist Sport. Das will der Rechtsradikale jetzt als Lehrer auch zum Beruf machen. Ausgerechnet in einem Kindergarten hat er sich beworben. Als Sportpädagoge. Fitness ist ihm wichtig. Wir denken, dass sich jeder Nationalist mit sich selbst beschäftigen sollte. Intellektuell, physisch und psychisch, um sich selbst beschützen zu können. Und um anderen das Leben zur Hölle zu machen? Die Gewaltvideos im Netz sprechen eine deutliche Sprache. Es ist in dieser Szene offenbar gang und gäbe, sich bei Gewalt gegen Andersdenkende zu filmen und die Videos anschließend hochzuladen. Solche Seiten sind frei zugänglich. Damit der Widerstand weitergehen kann, braucht man halt diese Videos. Es geht auch gegen das System. Wir verraten nicht, ob wir in den Videos zu sehen sind, aber wir verstehen diese Leute. Arthur hofft auf eine Signalwirkung über Russland hinaus. Wenn die Leute diese Videos gucken und auf die Straße gehen gegen den Kapitalismus und das System, dann wird es hier keine illegalen Ausländer mehr geben. Wenn sie sich das Video nur anschauen und zu Hause rumsitzen und nicht auf die Straße gehen, dann wird sich auch nichts ändern. Die Rechnung der Neonazis ist simpel. Je brutaler die Videos, umso weniger Migranten trauen sich nach Russland. Auch deutsche Videos sind auf Arthurs Computer gespeichert. Das hier sind die autonomen Nationalisten Deutschlands. Unsere Nationalisten sind in ständigem Kontakt mit den anderen europäischen Nationalisten. Wir sind Teil der europäischen Nationalistenszene. Wir wollen mehr über die Vernetzung der europäischen Rechtsextremisten wissen und fahren zu einem Aussteiger aus der sogenannten Freien Kameradschaft, der zu den ideologischen Köpfen seiner Gruppe gehörte und enge Kontakte zu russischen Neonazis pflegte. Der Mann darf auf keinen Fall erkannt werden. Er lotst uns durch Sachsen. Wir landen in einem Waldstück und erhalten eine SMS mit einer Adresse. Auch die muss geheim bleiben. Im Internet kursieren Drohungen gegen den Aussteiger. Die freien Kräfte sind ja eng verbunden mit sämtlichen nationalen Gruppen, eben auch in Russland, und arbeiten eng zusammen oder weniger eng. Und ich denke, dass es durchaus im Bereich des Möglichen ist, dass die freien Kräfte irgendwann mal wollen, dass es so weit kommt, wie man das hier auf diesen Bildern sieht.
Denn die freien Kräfte wollen eine Revolution, die wollen die Demokratie stürzen und das geht eben auch mit Gewalt. Nicht nur ohne Gewalt, sondern vor allem mit Gewalt. Wir zeigen ihm Fotos und Videos von russischen Neonazis. Was er hier sieht, sagt er, sei in Deutschland derzeit undenkbar. Meine Fresse, ist schon ziemlich krass. Wenn das hier auf diesen Bildern möglich ist, das hier zum Beispiel mit diesen Anzügen und mit den Messern, mitten im Schnee. Ich denke mal, aus meiner damaligen Sicht wäre das ein Traum gewesen, das so hier durchzuführen. Die Sache ist, jetzt in Deutschland ist es nicht denkbar, dass man jetzt sowas machen kann. Ich meine, man kann probieren, so rumzurennen. Aber ich denke, da ist in Deutschland relativ schnell ein Riegel vorgeschoben. Der Aussteiger war mehrere Male in der Ukraine und in Russland, hatte Kontakt zur dortigen Nazi-Szene. Sein damaliges Ziel, Verbindungen aufbauen. Die osteuropäische nationale Szene, extrem gewaltbereit und extrem gefährlich, extrem groß vor allen Dingen. Und die haben im Gegensatz zu den Deutschen keine Hemmungen, der Gewalt freien Lauf zu lassen. Ich denke mir, dass das auch als Vorbild dienen kann, irgendwann mal diese Hemmungen langsam abzubauen. Deswegen können die freien Kräfte sehr viel von diesen europäischen Kräften lernen. Und gerade aus russischer und ukrainischer Sicht. Die heimliche Vernetzung ist für die Neonazis daher umso wichtiger. Auch Professor Fabian Virchow bestätigt, wie eng Europas Neonazis schon jetzt zusammenarbeiten. Es gibt sicherlich eine große Verbundenheit. Es gibt ja vielfältige Kooperationen, ob das jetzt bei Demonstrationen ist, insbesondere im Bereich der Konzerte gibt es eine internationale Vernetzung. Auch dahinter steckt sozusagen eine gemeinsame weltanschauliche Grundlage. Aber letztendlich das Wichtigste, was die dort verbindet, ist die Idee, dass man sozusagen ein exklusiv weißes Europa verteidigen oder wiederherstellen will. Und das ist sozusagen die große verbindende Achse in der internationalen Zusammenarbeit. Michael Ankele ist Sozialarbeiter und arbeitet bei Ad Acta, einer Organisation, die Neonazis helfen will, sich aus der Szene zu lösen. Aus seinen Erfahrungen weiß er, wie gefährlich und gewaltbereit die Neonazi-Szene in Russland ist. Mittlerweile gibt es eine neue Qualität. Es gibt also eine durchaus sehr ernstzunehmende Vernetzung. Diese Ostnazis jetzt in Anführungsstrichen mit den unterschiedlichen Couleur, wie sie sich darstellen, da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass die sogar die deutsche NS-Szene noch weiter radikalisieren, denn ein Teil ist bedenklich aggressionsbereit. Also das sind schon ganz bedenkliche Gruppierungen, wo das Menschenleben nicht viel gilt. Und das ist eigentlich erschütternd, auch gerade für Ostvölker, die ja eigentlich grausamste NS-Erfahrungen hatten. Experten warnen bereits jetzt vor einer zunehmenden Kooperation zwischen Neonazis in ganz Europa. Also in den letzten 5 Jahren gibt es da ganz deutliche Bemühungen, miteinander sich zu vernetzen. Da gibt es so Einzelkameraden, die sich da also sehr drum bemühen. Das sind, wie gesagt, einzelne Kameraden. Es gibt da wohl ziemlich erfolgreiche Bemühungen. Die russische Szene, Nazi-Szene, äußerst bedenklich. Also Migrantenvereine haben ja da Material zugeschickt, das war beängstigend. Also da wird auch Vermordete zurückgeschreckt und ganz bedenklich. Ungarische Szene, die ja mittlerweile auch mitten im Volk angekommen ist, ja mitten im Parlament. Um die Vernetzung weiter voranzutreiben, ist das Internet für Neonazis das Medium schlechthin, weltweit. Laut Jugendschutz.net gab es 2014 1417 deutschsprachige Internetseiten mit rechtsextremen Inhalten. Auch um Nachwuchs für die rechte Szene zu rekrutieren, scheint das Internet ideal. Kostenlos, jederzeit verfügbar, quasi unzensiert. Das Bundeskriminalamt beobachtet seit Jahren die rechtsextreme Propaganda im Netz. Nach einer Studie von 2013 zufolge ist das Internet längst schon die wichtigste Plattform für Propaganda und Rekrutierung. Die Behörden haben zu kämpfen mit der Flut an Inhalten auf Tausenden von Internetseiten. Professor Jürgen Stock, ehemaliger Vizepräsident des BKA und jetziger Generalsekretär von Interpol.
Zum einen nutzen wir die Möglichkeiten, die die internationale Rechtshilfe bietet, entsprechende Inhalte, die klar deutschen Strafgesetzen widersprechen, auch aus dem Netz herauszubekommen. Das kann im Einzelfall natürlich schwierig sein. Wir haben Staaten, mit denen wir da sehr gut kooperieren, und wir haben Staaten, wo die Wege länger sind, wo es schwierig ist. Zum anderen, wir alle wissen, im Grunde vergisst das Netz nichts. Das heißt, Internetinhalte können heute ohne große Probleme von dem einen Server in dem einen Land auf Server in anderen Ländern gestellt werden. Das heißt, das ist ein schwieriges Unterfangen, hier wirklich zu sagen, wir eliminieren das. Rechtsradikale Inhalte werden nicht immer ohne weiteres als solche erkannt. Bomberjacken und Springerstiefel waren gestern. Unser Aussteiger bestätigt, Neonazis legen sich zunehmend ein neues Image zu. Im Netz mit Street-Art-Seiten, so soll der Nachwuchs geködert werden. SAWB steht für Street Art White Boys, eine rassistische Gruppierung mit einschlägigen Graffitis. Das Angebot ist breiter geworden, die Themen sind vielfältiger, sozusagen das Vehikel, um die entsprechende Botschaft zu transportieren, ist vielfältiger geworden. Dabei werden in der Tat typische Jugendthemen, das kann Sport sein, das kann Musik sein, das kann Naturschutz sein, können andere Dinge sein, die zunächst das Interesse wecken, aufgerufen werden, und in diese Botschaften wird dann sehr feinfühlig die extremistische Information auch versteckt. Oder es wird eben dazu animiert, weitere Websites aufzurufen über Verlinkungen, um dann allmählich dem Kern der propagandistischen Botschaft auch näher zu kommen und entsprechendes Interesse zu wecken. Beispielsweise über solche deutsche Seiten. Eine harmlos erscheinende Seite, die für Naturschutz wirbt. Mit zwei Klicks gelangt man auf rechtsextreme Inhalte und kann sich etwa ein T-Shirt bestellen, das das Jahr von Hitlers Machtergreifung preist. Eine weitere Internetseite, die zeigt, wie wichtig das Netz als Kommunikationsplattform von Neonazis ist. Hier werden ganz offen Verhaltenstipps gegenüber der Polizei und dem Verfassungsschutz aufgelistet. Und man zeigt Gewaltbereitschaft. Man sieht halt, das ist sehr professionell gemacht. Man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt hier von Idioten gemacht ist, die keine Ahnung haben. Sondern es ist durchaus verwendungsfähig. Man kann damit auf jeden Fall arbeiten. Es ist gerade für junge Kräfte eine enorme Hilfe und vor allem für Schulungen. Es ist halt eine wirklich richtig gut aufgebaute Seite, sehr professionell gemacht. Mit den klassischen Hinweisen, da erkenne ich eigentlich auch sofort, dass es von Nationalisten ist. Es sind auch Themen, die nicht sofort gleich Rechte ansprechen. Zum Beispiel Staatsschutz, moderne Technik. Da geht es zum Beispiel darum, wie ich Musik runterladen kann. Das interessiert die Jugend ganz besonders. Nicht nur Nazis. Und Verhalten bei Hausdurchsuchungen ist auch so ähnlich. Wenn ich illegale Musik habe, ist es genau das gleiche Verhalten bei Hausdurchsuchungen. Es sind genug Themen, die jetzt nicht nur den NS ansprechen. Das sind interessante Themen. Russische Seiten lassen dagegen an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig. Hakenkreuze, Reichsadler, Gewaltverherrlichung. In Deutschland wäre das ein Fall für die Behörden. Gerade die rechtsextremistische Szene lernt dazu, richtet ihre Internetangebote, ihre propagandistischen Angebote sozusagen haarscharf an der roten Linie des Strafrechts aus, was es natürlich schwieriger macht, jedenfalls mit den Mitteln des Strafrechts auch dagegen vorzugehen. Aber wie gesagt, gerade auch die Gesellschaft ist angesprochen, insgesamt über unsere Präventionsbemühungen auch nachzudenken, sie zu optimieren, sie an die neuen Medien auch anzupassen, die von Rechtsextremisten beispielsweise, aber auch anderen propagandistisch ausgenutzt werden, um insbesondere junge Leute für ihre Ideologie, ihre feindselige, ihre rassistische Ideologie zu gewinnen. Wir müssen unser Instrumentarium in allen Bereichen auch entsprechend weiterentwickeln, um diesen Bedrohungen begegnen zu können. Die deutsche Szene weiß, dass der Verfassungsschutz einschlägige Seiten überwacht und agiert entsprechend vorsichtig. Die heutige Gesellschaft ist immer sofort auf medialen Kommunikationsplattformen aus, wie zum Beispiel Facebook, Internet, E-Mail, wie auch immer. Und das wissen die. Die wissen, dass das überwacht wird. Das heißt, wie ist es am sichersten, dass Information von A nach B kommt, ohne dass sie überwacht werden? Zettel. Wenn zum Beispiel Demonstrationen, ein Konzert ist, dann fahre ich zum Beispiel hin und angenommen vorne stehen die Bullen, die Polizei, die mich rauszerren und ich habe einen Handzettel pro Fahrer, dann esse ich den Handzettel, also fresse den einfach diesen Handzettel weg und dann können mich die Bullen fragen, was ich will.
aber die haben keinen Beweis, wo ich hinkommen will. Zurück in Moskau. Arthur will sich einen Wunsch erfüllen. Seine Verehrung für Nazi-Deutschland will er als Tattoo für immer auf dem Körper tragen. Der Tätowierer ist ein guter Bekannter von Arthur, der sein Geld ausschließlich mit dem Stechen von Nazi-Symbolen verdient. Das geheime Studio liegt in einem Moskauer Hinterhof. Genau wie Kohl will Arthur sich den Satz "Meine Ehre heißt Treue" stechen lassen. Das wird die Parole der SS. Zwar nicht die ganze Brust, aber immerhin der Unterarm muss dafür herhalten. Arthurs Verehrung für die SS, Teil seines verzerrten Geschichtsbilds. Arthur glaubt, Hitler habe den Vernichtungskrieg in der Sowjetunion nicht gegen die Russen geführt, sondern nur gegen Kommunisten. Arthur und seine Kameraden wollen heute Nacht Nazi-Symbole an Moskaus Wände sprühen. Sie haben Schablonen gebastelt und Farbdosen besorgt. Wenn die Menschen am nächsten Morgen zur Arbeit fahren, soll jeder die rechten Signale an der Wand sehen können. Das Maschinengewehr ist ausdrücklich als Drohung gedacht und soll heißen, wir sind bereit loszuschlagen. Straight Edge steht für die Ablehnung von Alkohol und Drogen. Arthur erzählt später, dass er neben Ausländern auch Betrunkene und Obdachlose angreift. Bei ihm kann jeder zur Zielscheibe werden, der nicht in sein rechtsextremes Weltbild passt. Jeder soll auf seinem Territorium leben. Wir Nationalisten sind für die Aufteilung aller Menschen in Kulturen und Rassen. Ich finde, dass das Mischen von Rassen das schlimmste Verbrechen ist. Wir sind für die Trennung der Rassen und gegen Globalisierung. Arthur meint es ernst. Das wird auf einem Bahnsteig einer U-Bahn-Station klar. Arthur und seine Mitstreiter treffen zufällig auf einen Farbigen und wollen zum Angriff übergehen. Der Mann ergreift die Flucht. Dieses Mal bleibt es beim Einschüchtern. Die Botschaft ist trotzdem klar. Wir wollen keine Fremden in Moskau. Russlands Neonazis zeigen viel Präsenz in der Öffentlichkeit, oft unter der schwarz-gelb-weißen Flagge, der Flagge des Zarenreichs, heute Symbol für Nationalismus und Fremdenhass. In jüngster Zeit gehen die russischen Behörden entschlossener gegen Rechtsradikale vor. Das berüchtigte Neonazi-Netzwerk Combat 18 wurde verboten. In Russland sind die Brüder von Combat 18 verboten worden. Deswegen sind sie jetzt autonom. Dem folgen auch die russischen Nationalisten. Auch wir sind autonom. Man erlaubt uns nicht zu agieren. Das System duldet uns nicht. Die Jugendlichen sind autonom, rechts wie links. Wir sind für ein einheitliches europäisches Reich, also führen wir die Ansichten des Combat 18 fort. Für ein einheitliches System, für einen einheitlichen Staat. Gegen Kommunisten und Kapitalisten und Zionisten. Combat 18 bedeutet Kampftruppe Adolf Hitler, wobei die 18 für den ersten Buchstaben des Alphabets und den achten Buchstaben steht, also AHA. Combat 18 wiederum ist der militante Arm des verbotenen Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Neonazis wie Arthur hegen ihre Verschwörungstheorien. Staatsmacht und Wirtschaft seien weltweit von Vertretern des Judentums unterwandert. Mit jüdischen Einflüssen hat dieses Gebäude eigentlich nichts zu tun. Es ist ein Büro der Putin-Partei Einiges Russland. Für Arthur dennoch ein willkommenes Ziel. Fuck off, Sok. Sok ist die Abkürzung für Zionist Occupied Government, also für zionistisch besetzte Regierung. Verschwörungstheoretische Elemente hat rechtsextremes Denken in den allermeisten Fällen, weil man sozusagen davon ausgeht, dass es in der Regel ist das sozusagen das Judentum, dem das unterstellt wird, dass es sozusagen die Fäden der Weltpolitik zieht, sei es im ökonomischen, sei es im politischen Bereich. Bis hin zu solchen absurden Fragen, ist Kohl ein Jude gewesen und so weiter, also völlig absurde Überlegungen. Und das ist einfach der Versuch, eine komplexe Welt zu reduzieren auf ein einfaches Erklärungsmuster, aus dem sich dann auch eine bestimmte Feinderklärung ergibt.
Während andere Jungs in ihrem Alter ausgehen und feiern, machen Arthur und seine Mitstreiter die Moskauer U-Bahn unsicher. Völlig unbehelligt kleben sie rechtsextreme Aufkleber in die Waggons. Symbole aus der nordischen Mythologie, wie sie ganz ähnlich schon von der SS missbraucht worden waren. Im Namen der radikalen russischen Wotan-Jugend steckt sogar der Name einer alten nordischen Gottheit. Das Wikingerboot, das Symbol ist ganz klar die Zugehörigkeit zum germanischen Volk. Als nächstes die Sonnenräder, ebenfalls ganz klares Symbol. Nationalsozialisten, Europa, schwerpunktmäßig das germanische Volk. Die Schwarzen sollen autonome Nationalisten sein, denn in Russland gibt es auch autonome Nationalisten. Weil man sieht ja die Gesichter nicht, komplett vermummt, das symbolisiert Kampfbereitschaft, denke ich auch mal, oder Bedrohung. Dann der Molotow-Cocktail ist zum einen die Bedeutung Waffe, weil wenn ich jemanden mit einem Molly bewerfe, dann nehme ich billigend in Kauf, dass er stirbt. Die Brutalität der russischen Neonazis ist selbst für Kenner der Szene schockierend. Michael Ankele kennt viele Fallbeispiele, über die ihm Betroffene aus Russland berichtet haben. Und bei der Gelegenheit haben sie mich mit Material geschickt per Mail, wo da Übergriffe in Russland auf Universitäten, also Ausländer, Schwarze, alle möglichen Rassen, Exzesse auf Juden und gemacht worden, bis einschließlich Totschlag, und das nicht einmal nur und teilweise an Universitäten. Das hat mich sehr erschüttert. Rechte Gewalt auf dem Vormarsch. Auch in Deutschland. Wir wollen wissen, wie sich die Neonazi-Szene hier überhaupt finanziert. Wie sie ihre Kundgebungen bezahlt. Im Internet werden wir schnell fündig. Ein Webversand bietet Kampfausrüstungen an, teilweise Originale der GSG 9. Die Einnahmen fließen in die Kassen von Neonazis, genauso wie die von einschlägigen Bekleidungsanbietern. Es gibt inzwischen so eine Reihe anderer Marken, die sozusagen unmittelbar aus der Szene, auch aus der bundesdeutschen Szene kommen. Das hat damit zu tun, dass die sozusagen, wenn sie ihre eigene Marke anmelden, natürlich sozusagen auch die Rechte darauf vollständig haben. Das ist Kleidung, die häufig gute Qualität hat, also auch entsprechend teuer ist. Und es gibt dann auch die Erwartungshaltung aus der Szene, dass ein Teil dieses Geldes in die politische Arbeit reinvestiert wird. Und da wird sozusagen auch drauf geachtet und Marken, von denen die Szene annimmt, dass das nicht passiert, sondern da in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, da wird dann auch mal zum Boykott aufgerufen. Neben dem Internethandel gelten rechtsextreme Konzerte als wichtige Einnahmequelle. Deutsche Rechtsrockbands wie Mosh Pit und Brainwash treten auch in Russland auf. Die radikale Szene genießt hier noch immer deutlich größere Freiheiten als in Deutschland. In Moskau nimmt uns Arthur mit auf ein ganz besonderes Nazi-Konzert. Der Ort ist geheim. Nur Insider wissen Bescheid. Heute Abend spielen Death Penalty und Nüchtern Reich. Geld hat Arthur nicht viel, sagt er. Aber für Nazi-Musik und Merchandise-Artikel gibt er es gerne aus. T-Shirts und CDs der Bands, die mir gut gefallen, kaufe ich mir. Und dadurch unterstütze ich sie. Natürlich lade ich mir auch Musik aus dem Internet runter. Aber ich werde immer die Gruppen unterstützen, die meine Meinung teilen, damit sie auch weiterhin CDs aufnehmen können. Denn viele Gruppen wollen ihre Musik nicht kommerzialisieren und reiten sich so ins Minus. Deswegen glaube ich, dass man sie unterstützen muss. So ungeordnet wie die gesamte Szene sind auch ihre Einnahmen. Ein wichtiger Faktor sind auf jeden Fall die Bands. Mittlerweile gibt es in Deutschland vielleicht 100 Rechtsrockbands. Von den 100 Rechtsrockbands spielen 40 regelmäßig.
Das heißt einmal im Monat und ein Rechtsrockkonzert kostet so beispielsweise 9 Euro. 200 Mann kommen pro Rechtsrockkonzert, 9 mal 200, das dann mal 12 im Jahr, mal die 40 Bands und dann hat man eine ungefähre Summe. Laut der Rechnung unseres Aussteigers kämen damit allein die rechten Bands auf etwa 864.000 Euro pro Jahr. Laut dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen hat die Szene 2012 durch Nazi-Merchandise und Konzerte sogar 3,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Dazu kommen weitere Förderer, wie etwa die NPD. 2013 hat die Rechtsaußenpartei knapp 3 Millionen Euro eingenommen. Ein Teil davon fließt in die rechtsextreme Szene zurück. Also es gibt einmal natürlich eine politische Kooperation bei verschiedenen Gelegenheiten zwischen NPD und diesen sogenannten Freien Kameradschaften. Und es gibt einzelne Fälle auch, wo es im Zusammenhang mit Wahlkämpfen zu auch schriftlich fixierten Vereinbarungen gekommen ist, wo dann auch Geld geflossen ist an die Freien Kameradschaften, damit die diesen Wahlkampf mitmachen. Und wo es zum Teil eben aber auch darum ging, wenn dann ein erfolgreicher Einzug ins Parlament ist, ob da entsprechende Stellen, die dann zur Verfügung standen, auch besetzt werden von Leuten aus dem Kameradschaftsspektrum. Die rechte Gefahr kommt inzwischen auch aus der bürgerlichen Mitte, was sich auch auf einschlägigen Konzerten zeigt. Kahlrasierte Schädel und Springerstiefel sieht man hier kaum noch. Auf den ersten Blick kommt die Band wie eine harmlose Hardcore-Truppe daher. Doch die Texte handeln von der Übermacht der Weißen, Fremdenhass und Intoleranz. Auch für Arthur waren Musik und Internet der Einstieg in die rechte Szene. Die westliche rechte Musikszene habe ich als 16-Jähriger im Internet entdeckt. Mir gefielen gleich die antikapitalistischen Ideen und die Ideen gegen das System. Ich habe auch damals das System nicht verstanden, so wie es war. Ich war 16. Ausländer sind in meine Stadt gekommen und die rechte Szene wurde populärer. Musik gegen den Kommunismus, gegen das System wurde populärer. Ich höre diese Musik, weil mir die Texte gefallen über die westliche nationalistische Szene und die Gesundheit der Allgemeinheit gegen den Kapitalismus, Kommunismus und das System und Sock. Am nächsten Abend treffen sich die Neonazis um Arthur wieder, voller Hass auf alles Fremde. Arthur hat ein T-Shirt mit der türkischen Flagge in die Hände bekommen. Wir wohnen doch nicht in der Türkei. Das werden wir jetzt verbrennen. Wir mögen sie nicht. Ihre ganze Kultur, die sie hierher bringen. Russlands Neonazis sind gegen alles, was ihrem nationalistischen Weltbild nicht entspricht. Und damit unterscheiden sie sich in nichts von anderen Rechtsradikalen auf der ganzen Welt. Natürlich hassen wir diese ganzen Liberalen und Demokraten und ihren Multikulti. Die Nationalisten waren und sind gegen Vermischung. Ihr Hass richtet sich aber nicht nur gegen Muslime, auch gegen Christen. Kirchen anzünden ist vielleicht cool, aber einen richtigen Sinn sehe ich darin nicht. Denn es ist keine Bestrafung für die Christen. Nein, anzünden. Im Prinzip kann man sie anzünden, wenn ihre Pfaffen da drin sind. Russische Neonazis, besonders extrem, besonders brutal. Ausgerechnet in jenem Land, das unter dem Angriff von Hitlers Nationalsozialisten am schwersten zu leiden hatte. Die europaweite Radikalisierung gilt als große Herausforderung der Sicherheitsbehörden. Auch in Deutschland. Konsequente Strafverfolgung, Prävention und Aufklärung können helfen, damit hierzulande keine russischen Verhältnisse entstehen. Und inzwischen geht auch der russische Staat härter gegen Neonazis vor. Trotz gelegentlicher Nähe zu den Nationalisten reagiert die Regierung in Moskau zunehmend gereizt, wenn das System Putin von der radikalen Rechten in Frage gestellt wird.